Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte mit euch heute wieder eine schöne Karte machen. Die könnt ihr zum Beispiel zum Geburtstag, zur Hochzeit oder zu jedem anderen Anlass gestalten. Und diese Karte hat schon eine besondere Form. Ihr seht es schon. Einmal so sieht das Ganze aus. Und ich zeige euch heute, wie das Ganze funktioniert. So ist es von hinten. Und man hat hier so eine kleine Schleife, die man aufmachen kann. Und dann öffnet sich die Karte und wir haben hier so einen schönen Klappmechanismus. Ich finde, das ist sehr edel gemacht mit diesen Bordüren hier am Rand. Und hier haben wir so ein kleines Fach, so eine kleine Einschubtasche, wo man noch schön einen großen Platz hat zum Schreiben und Wünsche unterkriegen hat. Kann, genau. Und so sieht das Ganze von innen aus. Auch hier nochmal mit den Wellen gearbeitet. Und genau, ich habe mir einfach die Kartenform so überlegt und habe mir gedacht, ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Ich finde, die ist total schön und edel und macht sich doch ganz gut. Und man kann ganz viel stempeln, es macht also ganz viel Spaß, die Karte zu gestalten. Genau, ihr braucht dazu auch gar nicht so richtig viel. Ihr braucht einen A4-Papier in Chelladon und Vanille Pur als Papier. Das ist einmal die Vanille Pur Papier und Chelladon oder Chelladon, ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht. Das blende ich euch auf jeden Fall ein, das habe ich noch nicht beschriftet. Und als Maße braucht ihr einmal ein Stück in 27 cm x 14 cm. Das falzen wir uns gleich gemeinsam. Und ein Reststück in 8,7 x 7 cm. Und zwar ist es so, wenn ihr euch einfach ein A4-Papier nehmt, also ihr braucht dazu nicht unbedingt irgendwie 30,5 x 30,5 Papier, sondern ihr könnt euch einfach ein A4-Papier nehmen und dann schneidet ihr euch das hier bei der langen Seite, also bei der kurzen Seite auf 14 cm zu. Und dann habt ihr noch so einen Rand und den verwenden wir dann gleich mit. Aber das zeige ich euch gleich. Genau, und wir starten damit jetzt eigentlich auch gleich. Das Vanille-Pur-Papier, vielleicht sollte ich das auch noch kurz euch ins Bild halten. Da brauchen wir ein Stück mit 13 cm x 7 cm. Und dann habe ich einfach noch so zwei Reste für die Etiketten. Alles in Vanille-Pur. Genau. Und dann zeige ich euch das mal kurz. Also ich nehme mir einmal meinen Papierschneider und mein Papier. Das hat jetzt wie gesagt das Maß 27 cm in der Breite und 14 cm in der Höhe. Und das falze ich mir jetzt zu. Und zwar bei 9 cm. Ich lege mir das einfach hier mit der langen Seite bei 9 cm an. Falze es mir dann. Und drehe mir das Ganze dann nochmal so um, dass meine Falzlinie auf der anderen Seite ist. Und mache es einfach nochmal bei 9 cm. Dann habe ich eine Karte, die drei Teile hat mit jeweils 9 cm. Und ihr seht hier vielleicht die Falzlinien ein bisschen. Genau. Und dann habt ihr noch so einen Reststreifen von eurem A4-Papier, wenn ihr euch das so gekürzt habt. Und dieses Reststück, das passt genau, dass ihr euch daraus eben noch dieses Stück mit den 7 cm schneiden könnt. Mit den 8, ja, ich habe es ungefähr auf 8,7 cm gekürzt. Also es hat schon das Maß von 7 cm in der Höhe und das ist dann in der Breite so, dass es in der Mitte hier reinpasst. Und damit es nicht am Rand so aneckt, habe ich es ein bisschen gekürzt. Also es ist nicht ganz 9 cm, sondern es hat eben diese 8,7 cm. Genau, das ist das, was wir brauchen. Fangen wir mal an mit Stempeln und machen danach die Kartenform, weil wir ziemlich viel stempeln und dann auch noch einiges ausstanzen. Deswegen geht es jetzt erstmal los mit Stempeln. Da schnappe ich mir einmal eine Unterlage und zeige euch mal, was ich hier benutze. Also ich habe einmal das Set konturiert und koloriert, zusammen mit den passenden Stanzformen, die nennen sich gewellte Konturen. Und was ich noch benutze als Stanzform ist, die sind die Basic Bordüren. Blende ich euch auch alles ein. Und wir stempeln eigentlich mit fast allem aus diesem Stempelset. Und zwar habe ich jetzt einmal diese Blüte, dieses Blatt, die Punkte, den Spruch, du bist das Wunder in Wunderbar und tausend Dank für alles. Dann noch diese große Blüte, diese kleinen und diese hier. Ihr könnt auch noch den Füllstempel benutzen oder so. Also da ist wirklich alles aus dem ganzen Stempelset. Habe ich mir hier auf Blöcke schon aufgezogen und mit dem stempel ich gleich los. Und an Farben benutze ich einmal Savanne und einmal Celadon
Und da blende ich euch auch die Nummer ein. Ich muss das alles noch beschriften. Ich habe es ja ganz neu und lege jetzt gerade so los mit den ganzen Sachen. Und deswegen bin ich da noch nicht so weit. Und ich starte jetzt mal mit diesem Vanille-Pur-Stück. Das hat ja das Maß 13 x 7 cm. Und das ist dieses Einschubkärtchen, das innen reinkommt. Und da schnappe ich mir erstmal diese Kontur von der Blüte und nehme mir Savanne als Farbe und stempel mir das einfach einmal hier oben in die Ecke und unten. Genau, also einfach nur so ein kleines Highlight. Wer möchte, kann das auch noch füllen mit einem Füllstempel oder man lässt so. Ich habe es jetzt mal hier einfach so gelassen, dann ist es schön dezent innen drinnen. Das kann dann auch schon mal auf die Seite. Und dann schnappe ich mir meine Grundkarte, weil die werden wir natürlich auch stark bearbeiten, was das Stempeln angeht. Und das mache ich jetzt so, dass ich mir die einmal falze. Mit dem Papierfalter falte ich mir die Linien nach. Und wichtig ist wieder beim Falzen immer, dass wir diesen kleinen Hügel nach innen falzen. Genau. Also ich werde jetzt zuerst die Sachen stempeln, die ich gleich noch stanze. Das heißt, wir haben ja hier vorne den Spruch, du bist das Wunder in Wunderbar. Das werde ich jetzt mal aufstempeln. Auch in Savanne. Und zwar auf so ein größeres Etikett. Das stanzen wir uns dann gleich aus. Einmal. Da habe ich dann noch Blüten drauf, aber das können wir nachher machen. Und dann habe ich noch dieses 1000 Dank für alles. Das können wir jetzt auch schon mal machen, aber das ging ja auch nachher. Das wäre jetzt wurscht. Aber wenn wir schon dabei sind, das müssen wir uns nämlich auch noch ausstanzen. Dann stanzen wir zuerst und danach stempeln wir nochmal richtig los. Und ich hole mir mal kurz meine Stanzmaschine ins Bild. Ich nehme mir jetzt einmal meinen Spruch und aus diesem wunderschönen Stanzformen gewählte Konturen, das ich euch vorher gezeigt habe, das gehört also zusammen mit dem konturiert und koloriert. Da gibt es dieses Rechteck mit diesen Wellenumrandung und mit diesen Punkten in der Mitte. Und das ist so schön. Das ist wirklich toll. Und das verwende ich für hier vorne, für mein Etikett auf der Vorderseite. Das kurbel ich mir einmal aus. Und es ist wirklich ein ganz tolles Etikett. Und ihr seht es, also diese Ränder sind hier wirklich wie so eingeschnitten. Das schaut total edel aus und das ist einfach total schön. Mit diesen ganz kleinen Punkten, übrigens, sorry, ich habe schon wieder in Stempelfarbe gelangt. Mit diesen ganz kleinen Punkten, das ist total edel. Ich finde, das ist ein super schönes Etikett. Genau. Und dann benutze ich noch diese Bordüren, die ich euch gezeigt habe, für meine Grundkarte. Und da haben wir ja, also das sind diese Basic-Bordüren, und da haben wir ja dieses Teil hier mit diesen Wellen und das benutze ich für die Karte. Aber ich habe da natürlich noch viel mehr, so Zickzack, Wolken, bisschen gebogen. Also auch ein ganz tolles Basic-Set. Und damit werde ich mir jetzt meine Grundkarte noch stanzen, dass wir auf diese schöne Form kommen von der Karte. Und ich lege mir jetzt zuerst eine Seite eben auf. Also ich habe das so wird das Ganze gefalzt, so mache ich das dann auf. Habe mir das einmal umgedreht und lege mir das jetzt so zum Stanzen hier auf. Und jetzt orientiere ich mich einmal an dieser Spitze hier oben. Das heißt, ich lege mir das komplett da an meine Falzlinie an und oben an diesen Rand von der Karte und schiebe mir das dann hier an der Seite so weit runter, bis dieser kleine Knick genau auf dieser Linie hier unten ist. Muss man das jetzt selber ein bisschen hinruckeln, weil sich das natürlich immer wieder ein bisschen verschiebt. Und da mache ich es jetzt so, da klebe ich mir jetzt ein Post-it drüber. Ich hoffe, dass das noch hebt genug. Und kurbel mir das jetzt einmal durch und dann zeige ich es euch nochmal nach. Oh, ich stehe hinten. Hoppala. Ich stehe da auf so einem Stempelblock auf und habe es gar nicht gemerkt, aber es hat nichts ausgemacht. Also jetzt nochmal, zeige ich euch das nochmal. So sieht das Ganze jetzt aus. So, hier oben hängt es noch ein bisschen, aber das macht nichts, das schneiden wir uns gleich ab. Und dann habe ich hier eine schöne gerade Kante nach unten und hier oben ist es so, also hier ist nur ein ganz kleiner Rand, das passt so, das will ich so haben. Das schneide ich mir jetzt gleich mal mit der Schere auch zu. Ist dieses Teilchen hier weg.
Aber so habe ich einen schönen Einstieg in diese Wellen, finde ich. Das ist jetzt die eine Seite und dann drehe ich es mir nochmal um und lege mir noch die andere Seite hin. Und dann mache ich es genauso. Da orientiere ich mich wieder hier oben, dass es schön an der Kante hier anliegt. Oh, sorry, jetzt seht ihr nichts, weil ihr nicht mehr im Bild seid. So, also ich orientiere mich hier oben an die meiner Falzlinie, da lege ich meine Stanzform an und ganz oben hin lege ich meine Welle und dann gehe ich so weit runter mit meiner Stanzform, dass die Ecke hier, dass mein Papier gerade so die Ecke trifft. So, ein kleines Stückchen. Ihr könntet euch das natürlich auch anzeichnen von der Höhe. Aber so fand ich, war das jetzt für mich ganz einfach, ohne viel anzeichnen, finde ich, geht's auch. Und dann kann man sich das Ganze nochmal durchkurbeln und hat hier diese wunderschöne Kartenform. So. Und eine Sache müssen wir noch stanzen, und zwar dieses Teilchen, das wir uns vorher... Dieses Mittelteilchen, das ist das hier. Seht ihr, das ist ja auch mit dieser Bordüre. Und da stanzen wir uns eben auch einfach noch einmal die Form so aus. Und da legt es einfach so an, dass es so schön wie möglich mittig ist. Dass die Wellen vielleicht relativ weit oben sind am Papier. Und dass es nach rechts und links einfach gleichmäßig ausschaut. Nochmal ein Post-it. Und noch einmal durchkurbeln. Genau. Und das war schon an Stanzarbeit, was wir heute machen. Und die Stanzmaschine mal kurz auf die Seite. Und dann zeige ich euch das nochmal, was wir jetzt da gemacht haben. Also einmal diesen Rand, der dann innen reinkommt. Und hier sieht jetzt die Karte so aus. Diese Seite hier, das schneide ich mir nochmal kurz ein, wenn ich meine Schere wieder finde. Hier. Und zwar einfach an der Falzlinie entlang nach unten schneiden. Und dann hat man hier diesen schönen Abschluss. Und dann habe ich eben, wie gesagt, eine Seite so und eine Seite so. Und kann mir das hier schön aufeinander legen. Ihr könnt euch jetzt überlegen, wie rum ihr das haben wollt. Ich wollte es jetzt gerne so haben. Und ich würde mir jetzt da nochmal ein bisschen was abschneiden. Jedenfalls möchte ich es gerne so verschließen. Und es wölbt sich wieder so ein bisschen, deswegen kürze ich das hier noch ein bisschen ein. Einfach wieder so ein Millimeter, damit sich die Karte schön verschließt. Super. Also so haben wir ganz einfach schon mal die Grundform der Karte und können jetzt schon mal ans Dekorieren und Ausbauen gehen von dem Ganzen. Und da mache ich es jetzt so, dass ich eben alles stempel, was ich euch gezeigt habe. Und ich fange jetzt an wieder mit dieser ganz großen Blüte und mit Savanne. Und diese große Blüte kommt jetzt hier einmal auf die rechte Seite von meiner Karte. Und die habe ich auf der Vorderseite auch nochmal. Genau, wenn ich mir die Karte jetzt so zumache, habe ich mir die hier auch nochmal aufgestempelt. Auf diese Seite hier. Und zwar mache ich das relativ weit oben hin, damit man das nachher auch sieht, auch wenn die Karte dann eben zugeklappt ist. Und dann gibt es hier noch so einen Füllstempel und den mache ich jetzt in Celadon. Einmal abgestempelt auf die Vorderseite. Und das ist so richtig schön, also das passt nicht genau in diese Formen rein, sondern das ist so schön wie verschwommen gemalt. Und einmal mit dem ersten Abdruck nach innen, der wird jetzt ein bisschen kräftiger, dass ich so einigermaßen treffe. Naja, ich habe es jetzt nicht ganz getroffen. Mache ich es einfach unten drunter nochmal, das ist eben diese verschwommene Optik, das macht sich total gut, finde ich. Und dann nehme ich mir nochmal mein Blütenmotiv, diese Umrandung, wieder mit Savanne, mache mir die hier unten noch in die Ecke rein. Da gibt es auch einen Füllstempel dazu, mache ich auch wieder in Celadon und den zweiten davon und den setze ich mir hier unten noch drauf. Zur Orientierung, ich orientiere mich immer
so ein bisschen an diesen langen hier unten. Aber dadurch, dass der Stempel sowieso nicht ganz perfekt da drauf passt, ist das auch so total schön, weil er muss jetzt nicht perfekt da drauf sein. Und dann gibt es eben noch diese Punkte, auch in dem Set. Und die gebe ich auch nochmal so ein bisschen drüber. Genau. Das ist so meine Innenseite. Die äußere Seite passt so. Und dann haben wir hier noch auf dieser ersten Seite, wo dann nachher unser Etikett hinkommt, auch nochmal den Blumenstempel. Wieder mit Savanne. Setze ich mir ein bisschen relativ weit nach oben, hier so nach rechts oben, dass man den dann nachher noch ein bisschen unter dem Etikett raussieht. Wieder den Füllstempel dazu. Diesmal nehme ich gleich den ersten Abdruck. Ich orientiere mich wieder an dem großen. Wo habe ich den großen hingemacht? Ja, und auch wieder die Punkte. Und bei den Punkten nehme ich jetzt den zweiten Abdruck. So. Und dann habe ich noch so einen kleinen Blattstempel. Den setze ich mir noch hier unten so in die Ecke. Und auch hier kommen nochmal die Punkte, diesmal mit dem ersten Abdruck in Celadon drauf. Das ist so meine Vorderseite. Was ich noch mache, ist, dass ich mein Logo gleich mal hinten drauf mache. Dann ist das auch erledigt. Und ich habe ja noch ein bisschen auf dem Etikett gestempelt. Da habe ich noch so eine ganz kleine Blüte. Die ist auch in dem Stempelset. Das nehme ich jetzt nochmal mit dem Celadon auf. Mache mir einmal den ersten Abdruck so nach unten und den zweiten. Ich glaube, ich nehme da auch den ersten. Ja, das ist jetzt ein bisschen. Also hier habe ich den zweiten benutzt einfach. Das ist ein bisschen heller und ein bisschen dunkler. Und hier fand ich es jetzt aber ganz schön mit den beiden eher dunkleren. Wir könnten da auch noch ein paar Sprenkel drauf machen, vielleicht mit dem zweiten. Ja, das noch so ein bisschen einrahmen. Ein paar so Punkte drüber. Und dann sieht das Etikett auch total schön aus. Ja, jetzt geht es ans Zusammenbauen. Also ihr seht, das ist eine coole Karte, aber total einfach. Also hat was ganz Besonderes, weil es eben ja nicht dieses typische Kartenmaß ist und so, aber ist echt eine coole Sache. Halt, eines habe ich noch vergessen. Mein 1000 Dank für alles, das habe ich nämlich auch noch bestempelt mit diesen Punkten. Aber da habe ich eh den zweiten Abdruck genommen, das passt jetzt schon so. So ist es ganz cool. Und das habe ich so gemacht, ich benutze immer ganz gern die Briefmarkenstanze und stanze mir das nicht nur einmal aus, so wie jetzt. Also ich zeige es euch mal, was ich meine. Also ich stanze jetzt mir einfach mal quer aus, so wird man es ja normalerweise machen wahrscheinlich. Und ich finde es immer noch ganz witzig, wenn man sich das nochmal aufnimmt mit so einem Post-it und dann nochmal die andere Seite stanzt. Dann ist das Etikett ein bisschen kleiner und ganz rechteckig. Entschuldigung, das war jetzt vielleicht ein bisschen laut. Und dann hat man noch so ein ganz kleines Etikett. Das finde ich auch immer ganz cool. Okay, und jetzt bauen wir uns die Karte zusammen. Und zwar nämlich zuerst mein Stück, das hier in die Mitte reinkommt. Das schaut irgendwie schief aus. Ich glaube, ich habe das ein bisschen schief ausgestanzt. Okay, ich habe es mir nochmal schnell ausgestanzt. Und das klebe ich mir jetzt als allererstes an. Dann nehme ich mir jetzt den Flüssigkleber und mache so, dass ich jetzt nur auf die beiden Seiten ein bisschen Flüssigkleber mache. So eine relativ dünne Spur. Also und möglichst am Rand bleiben und hier unten noch entlang. So seht ihr, also ganz nah am Rand bleiben und nicht sehr breit. Und dann mache ich mir hier diese Einschublasche sozusagen hin und positioniere mir das schön in der Mitte. Und habe dann somit meine Kartenform. Kann da gleich mal meinen Einleger schon mal reinmachen. So, sieht schon mal ziemlich cool aus. Und dann klebe ich mir mein Etikett noch an. Und hier mache ich es jetzt so, ich habe mir da noch ein Stück von dem geflochtenen Leinenband. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob es das noch gibt. Wenn es das gibt, dann wäre das die Bestellnummer. Das ist einfach so ein Band in Savanne, das passt halt jetzt super dazu. Und das würde ich mir hier als Verschluss für die Karte nehmen. Es gibt natürlich auch Bänder in Celadon oder in einer anderen Farbe, je nachdem, was ihr für Farben benutzt. Genau, das habe ich mir jetzt einfach einmal um die Karte rumgelegt. Ich habe es auch ein bisschen länger geschnitten, dass ich jetzt hier mit der Schleife dann nachher nicht ganz viel tüdeln muss. Und klebe mir das jetzt einfach mit zwei so kleinen Streifen
Abreißklebeband mal hier fest, dass es fixiert ist. Und das Ganze klebe ich mir jetzt unter mein Etikett. Und da habe ich es so gemacht, dass ich mir einmal zwei Randstücke klein geschnitten habe, oben und unten. Und dann eben hier die Kleberchen, die der Mensch so relativ weit nach außen setzt, dass dann das Band hier in der Mitte durchläuft. Da kommen jetzt noch diese Schutzfolien ab. Und dann können wir uns das vorne schon mal draufkleben. Das ist auch so eine schöne Schrift. Also das Band geht jetzt hier so in der Mitte von dem Etikett durch. Genau. Setze ich mir jetzt da einfach auf. Ich gucke, dass die Blüte noch ein bisschen rausschaut, dass ich genau ein kleines Stückchen weiter nach unten. Und habe dann hier schon eine richtig schöne Vorderseite. Genau, und was ich jetzt noch gemacht habe, ist, dass ich das Etikett, tausend Dank für alles, habe ich ganz flach aufgeklebt, hier innen rein, einfach mit Flüssigkleber. Man könnte ja zum Beispiel, wenn man jetzt das als Geburtstagskarte nutzt oder so, dann hier innen auch noch einen Spruch reinstempeln. Da ist ja wirklich viel Platz, oder hier auf die Lasche, also je nachdem, was euch da gefällt. Und genau, jetzt habe ich es noch so gemacht, dass ich mir noch ein paar Glitzis geschnappt habe. Die haben diese Bestellnummer, die echte Eleganz. Und ich habe jetzt bei meiner ersten Karte diese ganz glitzernden benutzt und nehme jetzt diese durchsichtigen. Und die verteile ich mir jetzt da auch mal noch schön. Also hier auf der Seite habe ich jetzt mal drei kleine benutzt. Auf dieser Lasche habe ich ein kleines und ein großes. Ups. Nebeneinander gesetzt. Und da muss ich noch gucken. Außen habe ich es so gemacht, dass ich ein großes hier unten hingesetzt habe. Machen wir es mal hier hin. Und dann noch zwei kleine so ein bisschen außenrum verteilt habe um die Blüten. Und ganz vorne kommt auch noch ein bisschen Glitzy hin. Da habe ich auch einfach ein kleines und ein großes genommen. Und hier so hingeparkt. So. Und was ich jetzt noch ganz hübsch fand und was ja einfach hier und da nicht fehlen darf, ist noch ein bisschen Wink of Stella. Das ist so ein Glitzerpinselstift und mit dem bin ich einfach nochmal über alle meine gestempelten Motive so ein bisschen drüber gegangen. Das bringt einfach nochmal so einen ganz kleinen, feinen Schimmer rein. Also ich hoffe, ihr könnt das ganz gut. Ah ja, man sieht es richtig gut, oder? Ich finde, das sieht man jetzt richtig gut. Also der kommt jetzt hier so überall auf meine Blüten noch drauf. Einfach nur als kleines ja, Glitzer-Hai-Hinguckerle. Und hier unten natürlich auch. Da muss man auch nicht besonders schön in den Linien bleiben oder so, sondern das ist ja alles sehr so ganz fein gehalten. Und hier unten auch noch. Ja, Lieben, und schon ist die Karte fertig. Also ich bin selber irgendwie ganz überrascht, wie schnell es jetzt gegangen ist. Also echt eine coole Karte. Muss nur ein bisschen trocknen hier. Und mal was ganz anderes und irgendwie schön dezent, finde ich. Und mit diesem Einschubfach kriegt man auch noch viel Platz. Für Grüße hat man da noch übrig und es ist einfach eine schöne Karte geworden, oder? So sieht das Ganze jetzt aus. Verschlossen wird es hier mit einem Schleifchen. Ich nehme euch noch ein kleines bisschen raus. Ich lasse es jetzt nur ein bisschen trocknen, deswegen lasse ich das jetzt mal noch offen. Aber ich kann es euch an der Karte nochmal zeigen. Also so. Und dann hier einfach mit einem Schleifchen oder mit einem Knoten oder was euch da lieber ist. Könnt ihr auch ein Magnet unten drunter setzen, ganz klar. Oder eine Banderole insgesamt basteln, also was euch da am besten liegt, macht ihr da einfach als Verschluss hin. Aber es ist halt immer schön, wenn so eine Karte dann auch verschlossen wird, damit die dann nicht mehr so aufklappt, wenn man sie übergibt. So, einmal offen, einmal zu. Nebeneinander platziert. Also ich finde die Karte total schön. Ich finde diese neue Incolor-Farbe wunderschön. Ich bin da total der Fan. Und ich kommt dann auch nochmal eine Karte. Ich weiß nicht genau, ich mache hier gerade schon große Vorproduktion von Videos und ich habe auch schon gleich nochmal eine Karte, auch in diesem Farbton, weil mir das einfach total gut gefällt und ja, werdet ihr vielleicht dann schmunzeln, wenn ihr die zweite Karte seht, die ist dann vom Farbkonzept genauso. Aber es ist wie gesagt eine echt tolle Farbe und irgendwie schon ganz schnell zu meinen Favoriten geworden. Ja,
Ja, ihr Lieben, also ich hoffe, euch gefällt diese Karte. Ihr bastelt die hoffentlich gerne nach. Ich wünsche euch da ganz viel Spaß dabei. Und wenn es euch gefallen hat, das Video, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert gerne den Kanal, drückt dabei auf die Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal, kreativ etwas Neues. Ich freue mich auf euch. Tschüss!